Hi, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Mods oder Modifikationen für den Eurotruck Simulator 2 installieren könnt. Es gibt einmal diese Möglichkeit, man macht das Ganze über Steam. Dazu öffnen wir Steam, gehen auf Eurotruck Simulator 2 und auf Workshop durchstöbern. Dann können wir hier Modifikationen, indem wir sie abonnieren, indem wir raufgehen und sie abonnieren, können wir eine Modifikation hinzufügen. Oder wir suchen in eurem Webbrowser nach Eurotruck Simulator 2 und dann Mod. Geht hier auf den ersten Link und hier findet ihr dann Modifikationen. So, dann kann man hier weiter nach Modifikationen suchen, also sich sie durchschauen, oder man geht nach ganz oben und sucht dann hier nach einem Mod, wie zum Beispiel suchen wir einfach nach Motor. Ja, man sollte es richtig schreiben. So. Dann geht man hier auf einen Mod. Ich habe hier schon ein paar von installiert. Ich glaube, den hier habe ich noch nicht. Dann geht man auf den Mod, scrollt ein Stück runter und hier sollte man, wenn es geht, immer die neueste Version nehmen. In dem Fall ist es ein externer Download. So, wir haben die Datei runtergeladen. Hier unten ist sie. Die schieben wir uns jetzt mal auf den Desktop, indem wir einfach raufgehen und sie raufschieben. Dann können wir den Browser wieder schließen. Wir gehen auf die Datei. So, dann anscheinend dieser Ordner. Hier gehen wir rein. Wir müssten, das ist jetzt sehr merkwürdig, diese Datei, jetzt gucken wir kurz rein, hier ist ein Bild mit bei, sehr toll, was haben wir hier drin, also man hat auf jeden Fall für den Volvo, für den Mercedes, also in dem Fall müssen wir den ganzen Ordner reinziehen. Dazu geht ihr in eure Bibliothek, geht auf Dokumente, auf Eurotruck Simulator 2, auf Mods und hier sind schon ein paar drin. Dann einfach reinziehen und fertig ist die Geschichte. Für kleine Modifikationen kann man sich auch selbst erstellen. Dazu geht man auf Dokumente, Eurotruck Simulator 2, Profil, euer Profil und Config. Hier kann man zum Beispiel die Polizei, also die jegliche Art von Strafen aufstellen. Dazu müsste man, sucht man hier drinne Police, hier unten G-Police. Oder ihr drückt STRG F. Nein, doch. Und sucht nach G unterstrich. Dazu sollte man die Feststelltaste deaktivieren. G unterstrich Po. Na, und dann kann man weitersuchen. So, steht ganz oben. Und diese Ziffer müsste hier dürfte bei euch eine einstehen. Jetzt kriegt ihr Strafe. Wenn ihr die auf 0 setzt, gibt es keine Strafen mehr. Unter anderem kann man hier weitere Sachen wie
ja, weitere Sachen einstellen, muss man sich ein bisschen durchlesen. Ich habe hier zum Beispiel, ich weiß doch, hier ist das GitHub Speed Limit, also in dieser Zeile, kann ich das Speed Limit entweder auf 10, aber eigentlich sollte auch 0 gehen oder 1, muss man ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, da müsste bei euch ein 1 stehen. Kann man das Ganze so umstellen, dass man keine Strafe mehr nur wegen Geschwindigkeit nimmt, aber wenn man jetzt das G-Police sucht, dann kriegt man überhaupt keine Strafe mehr. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weiteres davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.